Und direkt auf Lesbos sind wir jetzt mit Christoph Riedl von der Diakonie Österreich verbunden. Vielen Dank, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen. Einen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Riedl, Sie sind gestern auf Lesbos gelandet, um sich vor Ort selbst ein Bild von der humanitären Lage dort zu machen. Und wie sich herausgestellt hat, ist das gar nicht so einfach als Hilfsorganisation, oder? Ja, Hilfsorganisationen stehen hier in Griechenland massiv unter Druck. Nur noch ganz wenige Organisationen dürfen auch hier in die Lager hinein und Hilfe leisten. Gleichzeitig will man jetzt auch noch unterbinden, dass diese Organisationen berichten über das, was sie in den Flüchtlingslagern sehen, an untragbaren und unhaltbaren Zuständen. Weil Sie es gerade erwähnen, wie ist denn, abgesehen von diesen Schwierigkeiten, Ihr erster Eindruck von diesem neuen Flüchtlingslager auf Lesbos? Es ist wirklich, ich habe in meinem Leben schon viele sehr untragbare Zustände gesehen. Das, was mir hier berichtet wird, ist wirklich das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Es gibt Kinder, die in der Nacht aufwachen und davonlaufen, weil sie retraumatisiert wurden durch den Brand, und immer wieder diese schreckliche Brandnacht durchleben müssen in ihrem Trauma. Die Kinder haben Angst, sie sind den ganzen Tag im Zelt. Es gibt keine Betätigung für sie, es gibt auch keinen Schulbetrieb. Nach dem Brand von Moria hat es ja weltweites Aufsehen mehr oder weniger gegeben, auch Österreich. Und zwar Innenminister Nehammer persönlich hat Hilfsgüter nach Griechenland gebracht, die aber bis heute offensichtlich nicht angerührt wurden. Wer ist denn Ihrer Meinung nach verantwortlich für diese humanitäre Katastrophe auf Lesbos? Es ist erstaunlich, auch für mich, weil es gibt ja hier vor Ort viele humanitäre Organisationen, von denen wir ja wissen und es kennen aus der ganzen Welt, dass sie in kürzester Zeit in der Lage sind, eine Infrastruktur aufzubauen, die auch zum Beispiel minimalen Hygienestandards entspricht. Man muss aber auch grundsätzlich dazu sagen, wir reden von einer Flüchtlingsunterbringung innerhalb der Europäischen Union. Also ein Flüchtlingslager in Griechenland darf eigentlich nicht anders ausschauen als eine Flüchtlingsunterkunft in Österreich oder in Deutschland. Steckt hinter dieser Politik möglicherweise ein Kalkül und wenn ja, welches? Es gibt auch einen Bericht des Europarates, des Anti-Folter-Komitees des Europarates, in dem steht eigentlich ganz deutlich, dass Griechenland seit Jahren eine Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen verfolgt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Solidarität in Europa ist enden wollend. Ja. Es kann ja auch nicht so sein, dass Griechenland mit der Flüchtlingssituation, mit der sicher schwierigen Flüchtlingssituation an der Außengrenze alleingelassen wird und dass andere Länder nicht bereit sind, hier auch ihren Beitrag zu leisten. Sagt also Christoph Riedl von der Diakonie Österreich auf Lesbos.